Nur zwei Tage vor dem Start der 16. Let's Dance Staffel gibt's große Neuigkeiten von Renata Lusin. Die 35-Jährige erwartet ein Baby und kann dieses Jahr deshalb nicht als Profitänzerin dabei sein. Dabei hat sie in den letzten Tagen sogar schon mit den anderen Profis für die Opening-Tänze trainiert und Choreografien entworfen. Viele Fans fragen sich, seit wann wissen die Lusins von der Schwangerschaft und wie weit ist Renata? Genau darüber hat sie mit uns im exklusiven Interview gesprochen. Was ihr Arzt ihr geraten hat, zeigen wir oben im Video. Let's Dance Liebling Renata Lusin. Es ist wirklich gerade passiert. Eigentlich hätten Renata und Valentin die wunderschönen Nachrichten über ihr absolutes Wunschkind gerne 3 Monate für sich behalten und ihr Babyglück erstmal privat genossen. Doch jetzt kam doch alles anders. Es ist noch sehr früh. Es ist komisch, das jetzt zu erzählen. Aber ich bin einfach ehrlich. Es ist wirklich gerade passiert. Ich habe das vor ein paar Tagen erfahren. Ich war gestern beim Arzt und habe direkt nach dem Besuch die Produktion angerufen, erzählt Renata im Interview und meint weiter, der liebe Gott entscheidet, wann es klappt. Sonst hätte ich natürlich auch früher abgesagt. An die verordnete Ruhe muss Renata Lusin sich noch gewöhnen. Da sich Renata noch am Anfang ihrer Schwangerschaft befindet, steht jetzt Ruhe auf dem Programm. Pantoffeln statt Tanzschuhe, das fällt der 35-Jährigen gar nicht mal so leicht. Doch für ihr Babyglück möchte sie jeden Ratschlag ihres Arztes befolgen und Stress vermeiden. Ich will alles Mögliche machen, damit die Schwangerschaft erhalten bleibt und dass ich ein gesundes Baby bekommen kann, so Renata. Das persönliche Let's Dance Duell gegen ihren Mann Valentin fällt also dieses Jahr aus. Dafür drückt Renata ihm jetzt aber aus dem Publikum und vom Sofa aus die Daumen. Und bei dieser Vorstellung kann sich der Profitänzer einen Spruch nicht verkneifen. Vielleicht habe ich dann ein bisschen mehr Chancen auf den Sieg.